Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Ja, letzte Folge haben wir Sargasso befreit und jetzt geht's weiter. Sekunde, wo ist mein Schiff? Da oben ist mein Schiff. Zum nächsten Planeten mit Ratchet. Hallihallo Freunde und willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Letzte Folge haben wir Sargasso vom Imperator befreit und unsere Freunde die Mords gerettet. Jetzt geht's zum nächsten Planeten, dann wieder mit Ratchet. Mal ganz kurz gucken. Okay, da fehlt mir noch ein bisschen was. Diese Kreisel... Wie haben denn die Kreiselklinge nochmal funktioniert? Ich glaube, das war ein Gegner treffen und dann wird er automatisch mehrfach getroffen, ne? Okay, ehrlich gesagt, das kommt mir so ein kleines bisschen vor, wie einfach nur eine andere Variante von diesem, hier, Abpraller oder wie heißt das? Querschläger. Du schießt halt auf einen Gegner und der wird dann aber von einem Projektil mehrfach getroffen. Das hier ist auch interessant, halt so ein Scharfschützengewehr. Ich weiß halt nicht, was das dann so richtig in den Kämpfen bringen soll. Also ich meine, klar, man kann vielleicht stärkere Gegner damit ausknipsen. Oder wenn Gegner halt so Schwachstellen haben, dass du die damit anvisieren kannst, machst da sehr viel Schaden. Nova-Sturm ist halt eine Minigun. Und Aggressor ist halt, das hat man mal in der einen Arena-Herausforderung, das ist halt ein Raketenwerfer. Mit sehr viel Durchschlagskraft, aber eben sehr langsamer Angriffsgeschwindigkeit. Der Nova-Sturm interessiert mich davon am meisten. So. Ardoles. Wie sieht's denn eigentlich hier so aus mit den Nebengeschichten? Savali fehlt immer noch eine Schraube. Hier hätten wir noch, aber das kommt dann bestimmt bei den Arena-Herausforderungen, noch ein Rüstungsteil. Und hier, lol, hier haben wir noch gar nichts. Warte mal, ich würde gerne mal dahin gehen. Ratchet guckt jetzt nochmal nach Dings hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie er nee, Corson, danke, Corson 5. War aber da noch überhaupt nichts. Das war der Planet, wo wir ganz am Anfang waren. Da haben wir noch überhaupt nichts eingesammelt. Da würde ich gerne nochmal schauen. Und auf Savali, ja, da hatte ich halt damals schon alles durchsucht. Hab nichts Neues gefunden. Da wäre auf jeden Fall die Schraube. Irgendwo müsste ja dann noch hier, ne? Hier waren wir ja noch nicht geradeaus rüber. Kann ich endlich die Stadt ansehen, ohne Angst zu haben, entführt zu werden. So. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Raritania. Die Rüstung. Oh, da ist ein Bolt. Gold, Bolt. Wie kommt der denn her? Na, der Hausmeister hier vergessen. So. Aber Rüstung wäre mir ehrlich gesagt wichtiger. Das sind eine von drei. Ein Rüstungsteil ist irgendwo. Aber wo? Kann ich hier was machen? Oh, hier ist ein Teddy. Krager Bear. Oh, und hier, okay. Da ist der Riss. Irgendwo hinführt? Hier sind also die Paradeballons gelandet. Oh, lol. Oh, ja. Die ganz vom Anfang. Boing. Wo ist man denn hin? Hier drauf? Oh ja, man kann hier überall. Das ist alles elastisch. Wir müssen im letzten Spalt falsch. Der Lombards, der nicht aufgehört.
Entlarvende! Sekunde, das wollte ich eigentlich. Was passiert eigentlich, wenn ich die da drauf werfe? Ja, die fallen runter einfach. Ciao. Das ist eigentlich ein total grausames Schicksal, wenn man es mal genau nimmt, ne? Der ist hier in so einem Dimensionsriss und... Okay, ich muss glaube ich näher ranspringen. Der ist hier in so einem Dimensionsriss und fällt da einfach rein. Und ist dann hier für immer auf ewig verloren. Sonst ist ja nichts mehr, ne? Truhen oder so. Nee, Quatsch. Truhen. Das ist jetzt falsch. Truhen gab's ja nicht. Da war ich jetzt gerade bei Genshin. Nee. Aber hier gibt's Rüstungen. Und es ist... Oh, die Roboterverkleidung. Nice. Hab ich die jetzt voll? Ja. Ah, oh, sie ist so süß. Das sieht wirklich niedlich aus. Das Gesicht dazu halt. Okay, ob ich die jetzt anbehalte, entscheidet sich aber dann, was auf dem eigentlichen Planeten, wo wir hin müssen, für Gegner lauern, ne? Aber Rivet würde ich die schon alleine aus Prinzip geben, weil es ja quasi ihre ist. Die hatte sie ganz am Anfang, als wir sie in der Eingangssequenz gesehen haben, Mann. Ich wünschte, es gäbe solche Masken in echt, wo du so ein elektronisches Face drauf hast. In Spielen habe ich das schon manchmal gesehen. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Aber mehr gibt's da nicht. Hier hinten war halt noch so ein Bolt. Dann wäre noch irgendwo einer. Da oben ist noch ein Rekanium. Ich habe hier am Anfang so viel liegen lassen, weil ich aber halt auch nicht so richtig wusste, wie genau das Spiel gestrickt ist. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre noch mehr so Metroidvania-mäßig, also dass man so dann später auch nochmal an Orte zurückkommt mit einer Fähigkeit, wo du dann an einer Stelle weiterkommst, wo du am Anfang nicht weitergekommen bist. Komm ich da lang? Hey, laut hier ist da oben hin, aber wie komme ich da? Bin hier drin, aber? Wie komme ich da hoch? Gut, ich könnte natürlich auch einfach hier rumgehen. Oder auch nicht. Mann, wie ging das nochmal? Ich weiß, hier war irgendwo so ein Magnetweg, den man nach oben gehen konnte. Damals. Hier, wisst ihr, da will ich rein. Ah, hier. Hier ist die Plattform. Das habe ich zwar nicht gemeint, aber okay. Ne, da geht's nur hier hoch. Lol. Komisch. Ah, Sekunde, das finde ich schon. Ich will das hier alles haben. Da kommt man nur davor. Ah, man kommt schon noch hier lang, oder? Hier ist noch dieser Lagerraum. Mal gucken.
schon eine Statuette von Imperator Nefarius in jedem Zimmer? Würden Sie was kaufen? Auch als wetterfeste Variante für Balkons und Terrassen. Gott, wer will sich denn sowas in den Garten stellen? Hier, das Ding habe ich gesucht. So. Genau das wollte ich doch. So, jetzt kannst du nämlich auch hier lang. Okay, gut. Da habe ich mich nämlich noch dran erinnert, dass irgendwo dieser Magnetweg hier war. So. Und jetzt sollten wir hoffentlich keine weiteren Probleme haben, hier weiterzukommen. Hier zu. Hier müssen wir den Umweg nehmen. Okay, hier drin, wo ist das Teil jetzt? Da kommt nichts rein. Ganz da oben, da oben. Da muss ich irgendwie hoch. Da komme ich hoch. So. Und von hier aus jetzt da. Da hoch, auch vielleicht sind gerade keine großen Kisten da sind. Ja, danke. So. Und zack, da haben wir's. So. Was hat das freigeschaltet? Musikpaket 2 und Rendering Moody. Noir, Sepia, Moth. Heimvideo. Oh Gott! Okay. Sag doch, Ratchet & Clank. Was? Zeitungsdruck? Ach du Kacke, das... Oh Gott, meine Freunde. Wer spielt das Spiel so? Ich meine, abgesehen davon, dass man sich das halt mal angucken kann... Achso, Sekunde, das ist noch die alte Filmisch. Oh, alter Schwarz-Weiß-Film. Jetzt mal ohne Witz, Retro. Okay. Das kann ich mir vorstellen, dass einige Leute das so spielen, so. Ja, Kinder, so sahen Spiele früher aus. Okay, das kann ich mir schon vorstellen, aber bei einigen von den Dingern frage ich mich wirklich, wer spielt da... Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Schiffsdesign, galaktischer Schutztrupp. Achso. Retro und nix. Okay, machen nix. Mehr haben wir nicht, ne? Das hier hätte ich halt... Okay, das hier würde ich halt noch geil finden. Also Rebell ist halt... Rebell ist das Rot. Das mache ich mal, Rebell. Dieses Rot, Blau, Grüne. Okay. Jetzt wäre noch die Frage, wo ist das letzte von den Dingern? Ein Bolt ist hier noch irgendwo. Hier nur sicherlich nicht mehr. Da muss ich nochmal. Hallo, spinnst du mal da noch? So. Hier, dann über den Bogen. Ich
meine jetzt mal ohne Witz, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemanden kennt, der das machen würde. Wer spielt bitte dieses Spiel zum Beispiel mit dem Mars-Filter, wo dann einfach alles rot ist? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich zur anderen Seite rausgehe, oder? Dann spare ich mir hier eine ganze Menge Weg. Es ist auch ein bisschen tröge gerade, dass ihr überhaupt keine Musik mehr habt. Ich weiß noch, damals waren hier noch eine ganze Menge Roboter und so unterwegs. Vermute jetzt einfach mal, wenn ich jetzt raten müsste, hier hinten könnte noch was sein. Hier könnte noch was sein. Da war ich noch überall nicht. Ich weiß nicht, was das hier ist. Könnte natürlich auch sein, dass es dann erst später irgendwie kommt. Das ist so ähnlich wie bei Dings bei Sargasso, dass wir hier auch nochmal herkommen. Und dann wird hier irgendwas freigeschaltet, was jetzt noch nicht da ist. Das könnte auch auf Savali der Fall sein. Will ich jetzt eigentlich irgendwas? Ja, das hier kann ich jetzt voll machen. Da hat wohl jemand einen Negatron in einen Positron verwandelt. Beruhig dich, so gut war der nicht. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Genau, mehr Power. Tim Taylor gefällt das. Das hier könnte man machen. Ah, den habe ich eigentlich auch nicht so oft benutzt. Naja, ich warte mal noch, bis meine von mir bevorzugten Waffen die Stufe aufgestiegen sind. So, gehen wir jetzt mal. Hier war das Teil. Ich weiß nicht, was hier oben war. Könnte es eventuell auch hier oben? Nee, da oben hatte ich ja auch schon einen, ne? Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Ich hoffe mal, das ist euch jetzt nicht zu langweilig, wenn wir das einsammeln, aber ich bin der Meinung, man kann das hier schon mal machen. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Wenn es zu lange ist, na gut, okay, wir sind schon wieder bei fast 20 Minuten hier. Sag mal, es ist ja vielleicht auch wirklich interessant für Leute, die jetzt einfach selber von sich aus sagen, ja, ich würde die auch gerne alle sammeln und dann können die ja hier die Folge gucken und dann sehen die da Corazon 5, alle Gold Bowls. Ihr wisst schon. Auch wenn das LP läuft. Sekunde, das wollte ich. Aber das Teil hier. Ja. Und jetzt meine Dinge hier. Und jetzt noch die Bomber hier. Und so. Und die regeln das jetzt. Nice. Das Ding würde ich auch gleich mal ausgerüstet lassen, weil diese Bombardierdrohne, die würde ich wirklich sehr gerne aufrüsten. Dass sie noch ein bisschen länger hält, noch ein bisschen mehr schießt. Mal hier hinten. Ich weiß nicht. Hier hat er uns damals ja diese hier Fähigkeit, hier dieses Phasing gegeben. Natürlich eine sehr gute Frage. Ob hier überhaupt was sein kann. Ich meine, klar, sein kann alles, ne? Komm schon. Aber bisher waren die auch relativ offensichtlich immer. Also bisher hast du eigentlich immer auf der Karte gesehen, ah, da ist irgend so ein kleiner Raum noch oder irgendeine Ecke, die ich noch nicht erforscht hatte, da wird er wohl dann liegen. Oh, die sind immer noch da. Ja, er kümmert sich um die Risse, also er im Sinne von, er kümmert sich darum, dass noch mehr Risse entstehen.
Moment mal, hallo, darf ich jetzt mal die Kamera wieder sehen? Ich hätte mir zum Beispiel gut vorstellen können, dass das Ding irgendwie hier so unter dem Fahrstuhl auftaucht, aber macht's nicht. Jo. Und ich muss mich ja kurz kratzen. Wo schießt der jetzt hin? So. Hier ging es noch weiter. Aber überall keinerlei Zeichen von einem goldenen Bowl. Auch nicht. Die Leute werden einfach nur nicht reingelassen. Da war halt noch dieser Club, ne? Da könnte auch noch was sein. Hier manchmal? Ah ne, da kommt man nur. Das ist nur ein anderer alternativer Weg, wie man hier herkommt. Stimmt, irgendwo muss das Teil doch sein. Kann man hier irgendwie rüber auf die Dächer? Sieht so aus, ne? Das hier ist doch auch nicht irgendwie das Standard-Level. Wie können wir denn da hochkommen? Ich kann mir vorstellen, dann da oben geht's hoch. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt von hier aus das Schild da springe. Macht er nicht. Aber es sieht auch nicht so aus, als ob es da oben ist, weil dann wird es leuchten, glaube ich. Da oben meine ich. Also das Dach hier meine ich, wo jetzt mein Kopf ist. Ich dachte, da kommt man vielleicht hin. Ich bin verzweifelt. Normalerweise ist so Collectible Jagd eigentlich überhaupt nicht meins. Aber dann würde es doch auch irgendwie mehr Inseln so, die da irgendwo rumfliegen, hat das Ding ja hier auch nicht, ne? Nee. Eine Menge Raritanium, also eine Menge ist auch vielleicht auch übertrieben, aber ein bisschen Raritanium. LOL. Macht Damage? Okay, wusste ich auch nicht. Hier irgendwo hätte ich mir noch vorstellen können, dass es da ist. Lustige ist, diese Muni, die ich gerade eingesammelt habe, die liegt ja schon seit Beginn des Spiels immer noch rum. Finde ich irgendwie cool, dass das Spiel das gespeichert hat. Du schlägst eine Kiste, gehst ja erstmal durch die ganze Map, machst Zeug, durch das ganze Spiel, machst Zeug und kommst dann irgendwann wieder und plötzlich, oh ja, hier ist übrigens noch was hast du vorhin mal irgendwann vor 100 Spielstunden aufgemacht. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Hier war ein Bosskampf. Gut, dann versuchen wir nochmal woanders unser Glück. Tut mir sehr, sehr leid.
Wegen dem Backtracking meine ich jetzt. Aber ich kann mir halt auch nur vorstellen, da das Spiel hat es halt auch nicht jetzt irgendwie markiert, wisst ihr? Ich bin ja hier schon überall rumgelaufen und diese eine... sag mal, diese eine Schraube war ja dann auch auf dem... auf der Karte abgebildet. Die kommt man auch nicht hoch. Nee. Keine Ahnung, also ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht dann doch irgendwann mal noch irgendwie hierher geht. Und dann findest du da die letzte. Gut, ich gehe mal zurück zum Schiff. Hat, denke ich, jetzt erstmal keinen Sinn, weil, wie gesagt, es würde einfach abgebildet werden. Das Spiel markiert die Dinger auf der Karte. Ich finde es zwar trotzdem, ich bin trotzdem froh, dass wir hergekommen sind, weil wegen hier, jetzt hier oben nochmal aus Verzweiflung. Weil wegen, ihr wisst schon, dem Rüstungsteil hier, dem Helm. Hier unten kommt es mir auch unbekannt vor. Oder? War ich hier schon? Bin gerade... Ah, ich glaube, hier haben wir hier nicht angefangen irgendwie. Ist der hier nicht am Anfang rausgekommen aus so einem Riss? Na gut. Gehen wir mal noch schnell auf den neuen Planeten, zumindest damit wir damit die Folge abschließen können und dann geht's beim nächsten Mal da weiter. Ich würde gerne wenigstens noch wissen, was uns da dann für Gegner erwarten. So, Adjus ein Bolt noch. Savali ist ein Bolt noch. Gut, hier haben wir auf jeden Fall zwei Bowls, zwei Rüstungsteile und einen so einen Roboter. Oh lol. Der Planet hat auch schon mal mehr Masse gehabt. Täusche ich mich? Oder sind da jetzt mehr von den Dingern? Ich fürchte, die Dimensionskatastrophe wird schlimmer. Na, je schneller wir Pierre finden, desto schneller können wir alles reparieren. Irgendwie. Wir finden einen Weg. So wie immer. Oh, die Folge wird sowas von geclaimed werden. Und eine Sondermeldung. Adonis ist heute wegen einer privaten Veranstaltung geschlossen. Der Hinrichtung. Von Pierre Lefebvre. Eindringlinge werden sofort erschossen und oder erdolft. Und vergesst nicht Absatz 4 des Piratenkodex. Niemals das eigene Schiff in die Luft jagen. Gegen den der Typ ja schon verstoßen hat, ne? Natürlich wird unsere einzige Spur zu Captain Quantum gleich hingerichtet. Oh je. Vielleicht kann uns jemand anderes sagen, wo er ist. Ach so, er wird, also Pierre Lefebvre wird hingerichtet, weil er sein eigenes Schiff in die Luft gejagt hat und damit gegen den Piratenkodex verstoßen hat. Okay, ich verstehe. Okay, da wir es aber jetzt mit Piraten zu tun bekommen, mache ich jetzt mal das hier. Und ansonsten verdientes Raritanium. Ja, hau den rein oder so. Mit der Farbe aus. Mach eine schwarz, würde ich sagen. Weil da wird nur oben das Teil anders. Brauche ich ihn, was will ich mal für eine Farbe für ihn? Nehmen wir das hier. So, schick genug. Okay, damit machen wir dann die nächste Folge. Und
hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein!